Moin Moin und ein bisschen Hallo. Willkommen zu Starfield. Wir eiern jetzt brauche ich so ein bisschen rum. Ich muss mal kurz überlegen, was mein Plan war. Genau. Ich sollte hier zu dieser komischen Klinik reisen. Das war der... jetzt muss ich erst wieder hier... Ja, wir müssen hier den Grafantrieb fertig machen. Junge, knall das drin. Ach, da ist das Klinikgerät offensichtlich. Dann fliegen wir doch da mal guten Tag sagen. Oh, das ist aber weit. Naja, geht ja schnell. Und dann docken wir da gleich an und dann geht die Sache... Hoffentlich. Andocken, warte mal. Ja, ja. Na, mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Soll ich mit irgendwie... Also, Captain, wo soll's als nächstes hingehen? Das weiß ich selber nicht. Ich muss mit Ben reden, okay. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Ja, nee, gerade nicht. Ich suche gerade eher Ben. Der sitzt da, das ist gut. Oh, der sieht aber nett aus. Ja? Hast du Schwierigkeiten? Nee, Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? Der Marshall schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlungen. Super, das spart uns beiden Zeit. Ja, ich dürfte auf dem neuesten Stand sein. Ben Armistead. Freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Also ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Sie hatte ein dringendes medizinisches Problem, also dürfte sie hier sein. Alle Ranger wissen, dass man seinem Instinkt trauen muss. Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station doch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Unter uns? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darvish. Sie hat hier das Sagen. Und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Hoffe, es wird nicht spät. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Der ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Hey, Ari, du Schuft. Schuftest du fleißig? Hey, Chief. Ich würde sagen, fleißig ist noch untertrieben. Was führt dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Interessant. Die Frau, die ich suche, ist Computerexpertin. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? Hinter einer ehemaligen Soldatin namens Maya Cruz. Sie hat im Koloniekrieg tapfer gekämpft. Hinter einer gnadenlosen Söldnerin namens Maya Cruz. Ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Klingt gefährlich. Hoffentlich kann ich dir helfen. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Ja, ein wenig. Es war ein Notfall, der eine längere Behandlung benötigte. Das sollte die Suche eingrenzen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert, komm mit! Dann, dann, dann. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Einer von den Ärzten pflückt dich ruckzuck zusammen.
bisschen... Ach, das ist eine... Okay, warte einen Moment. Ich warte. Das ist alles wie immer. Maya Cruz. Maya Cruz. Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Okay, endlich. Mal sehen. Oh, keine Treffer für eine Maya Cruz. Das war klar. Das war absehbar. Muss der erst aufstehen, oder? Wenn Maya hier ist, nutzt sie wohl einen Decknamen. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Auf irgendjemand muss die Beschreibung doch wenigstens teilweise passen. Ja, lass mich kurz nachdenken. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel, wie hieß sie doch gleich? Doolin, Candace Doolin. Und diese Nakamori, Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Sicherheit. Wenn ich herausfinde, woher die Computerprobleme kommen, führt mich das vielleicht zu Maya. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger-Station verwenden. Ich gebe dir Admin-Zugang. Sekunden Sie bitte, das werde ich versuchen rauszufinden. Aktive Vorgänge. Unbekannt, Stromzufuhr nativ. Vorgang. Status im Betrieb. Sicherheitsrisiko. Es wird empfohlen, diesen Vorgang zu deaktivieren. Installiert von Rivera Catalina, Patientin VIP-Bereich. Ressourcenüberwachung. Prozessorauslastung, verfügbarer Speicher, keine Probleme. Wartung. Letzte Wartung vor 6 Tagen durchgeführt. Durchgeführt von A. Miller. Systemscan wird initiiert. Keine Probleme gefunden. Wartung zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich. Gut. Ein Moment. Halt, du sollst das doch nicht. Ich möchte mich... Da ist was und da ist was. Ich geh mal hier rein. Moment. Lass dich hier auf keinen Fall von jemandem anwiesen. Sonst können wir dich nicht vernehmen. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Was soll ich denn hier drin? Das verstehe ich ja jetzt nicht. Das ist doch alles hier Quatsch mit Soße. Na gut, wir gehen mal nach da hin. Ah, da ist hier Doktor. Ich will nicht unhöflich sein, aber wenn das kein Notfall ist, lass dir bitte von jemand anderem helfen. Klingt wie... Ja? Wie kann ich helfen? Klingt wie, hier, wie heißt er? Wie Shepard aus Mass Effect. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich muss mit jemandem im VIP-Flügel reden. Tut mir leid, aber wir erlauben dort keine Besucher ohne Voranmeldung. Bitte einfach die Person, die du besuchen möchtest, das mit mir abzusprechen. Wer genau bist du? Marke zeigen. Deputy Janet. Steht zu Dienst. Ich brauche deine Hilfe. Selbst wenn du Solomon Coe höchstpersönlich wärst, wäre die Antwort nein. Regeln sind Regeln. Keine Ausnahmen. Du meine Güte. Wir lassen uns doch nicht ernsthaft von diesem Pedanten aufhalten, oder? Hör mir mal bitte einfach kurz zu. Ich habe viel zu tun. Fasse dich kurz. Es muss niemand davon erfahren. Das spricht durchaus für dein Anliegen. Vielleicht sollte ich Dr. Davis berichten, dass du so unkooperativ bist. Wir wollen nichts überstürzen. Genug davon. Ich sehe schon, dass du dich nicht umstimmen lässt. Ich kann eine Ausnahme machen, nur dieses eine Mal. Damit kommst du rein. Bitte führe deine Ermittlung zügig und diskret durch. Ich hoffe doch, ich werde das nicht bereuen. Nein, auf keinen Fall. Ich muss die Proben unbedingt entsorgen. Das
So, warte, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo muss ich denn jetzt hier hin? Das ist ja wieder so eine Geschichte, die ich auch nicht weiß. Einen Augenblick. Ah, der Whipwing, da geht's rein. So, wo ist die Tante? Ah, hier geht's drin. Etwas Xenophobie? Hast du das? Ich habe die Befürchtung, hier ist es ein bisschen aus dem Fugen geraten, die Sache. Springt's dann so? Hallo? Hallo, haben wir hier irgendwen? Ist da, war mal wer drin wahrscheinlich. Ah, die ist unzugänglich. Au, das war auch wieder saudämlich, muss ich sagen. Befehlsüberbrückungsmodus. Auf Mainframe zugreifen, Disruptor MIG MK installieren, wie wird ausgeführt, Programm deaktivieren. Patiententerminal. Terminalzugang, Rivera Gast. Status, Anfrage, Klinik, Notfall, entsendet, bereit. Autorisierung wird eingegeben. Notiert, Behandlung wird fortgesetzt, keine Besserung der Symptome, Prognose nicht optimistisch, Patientin scheint sich seit Erhalt einer Kurierslate ungewöhnlich nervös, möglicherweise schlechte Neuigkeiten von zu Hause. Wir sind hier, um zu helfen. Unsere VIP-Gäste genießen das Beste, was wir hier in der Klinik an Gastlichkeit zu bieten haben. Geräumige private Zimmer, feine Küche und nur den gehobensten persönlichen Service. Die Zufriedenheit unserer Gäste ist unsere höchste Priorität. Wir garantieren, dass wir stets unser Bestes geben, um jeden Aufenthalt so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten. Privatsphäre geht vor. Der exklusive VIP-Flügel bietet die beste Privatsphäre und Sicherheit in der Klinik. Zugang besteht ausschließlich für ausgewähltes professionelles und zuvorkommendes Klinikpersonal, dessen oberste Priorität die Zufriedenheit unserer Gäste ist. Informationen über Gäste eingeschlossen, bla bla, ja, ja, es ist alles, die sind hier total super. Alles total in Ordnung. Hier ist eine, wichtig, sofort lesen. Entschlüsselungssequenz abgeschlossen. Maya, die Ranger sind uns auf der Spur. Sie werden dich finden und wenn sie das tun, wird dich eine falsche Identität nicht schützen. Es wäre besser, du versteckst dich an einem sicheren Ort. Dein Unterschlupf in der alten Asteroidenmine bei Scarhoff wäre perfekt. Es wäre vielleicht auch kein Fehler, eines der Notfallschiffe der Klinik zu stehlen, für den Fall, dass du schnell verschwinden musst. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit, die Operation ist fast vorbei, du hast für uns wichtige Arbeit geleistet. Falls ich nicht mehr die Chance bekomme, dir persönlich zu danken, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich dir für deine Tapferkeit und deine Loyalität der Einheit gegenüber ewig dankbar sein werde. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammengearbeitet zu haben, Major Hull. Gut, dann können wir ja jetzt eigentlich in der Theorie dann halt auch dahin fliegen. Ah, ich kann von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Also ich muss ja, das ist ja gleich, ich muss das aus meinem Schiff. Ja, so ist es. Kannst du ja nichts machen. Das war total diskret. Wenn's was Schlimmes wäre. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe bestimmt irgendwie... Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich weiß nicht. Eine Modern Coachman. Ah, die ist relativ... relativ krass unterwegs. Eine Varun-Sternscherbe. Verkaufen wir einfach mal. Das ist ein Erdzeit des Sturmgewehr, kann auch weg. Das ist alles Gewicht. Wir müssen Gewicht sparen. Das ist es. Habe ich hier was? Da was? Ist da was? Haben wir... Ja, das... gut. Oh, warte mal. Warte kurz. Wir hatten doch, wo ist denn die Tussi? Hallo? Willst du deine Sorgen loswerden? Nein, ich habe keine. Das ist Hast der du was Nützliches? Ich habe keine Sorgen, das ist der Punkt an der Geschichte. Ah, die hat noch Platz, okay. Aber... Ich müsste mal... Warte, die ist da.
Was macht denn hier in ihrem Inventar am meisten Schaden? Das Sniper-Gedöns. Oh, ja. Mal die Grendel weg. Gut. Ich vermisse dich schon jetzt. Oh, ich auch. Oh Gott, das tut so weh. Ich auch ein bisschen Brechreiz. Mach das alles weg. Was war es noch? Das glaube ich. Das war auch noch. Ja, die Coachman, da machen wir jetzt, pass mal auf, da mache ich die Grendel für weg. So, das ist schon schöner. Dann ab zum Schiff. Nein, ah, dumm, ich wollte doch eigentlich ins Cockpit direkt. Ich muss doch abdocken. Hey, ja, läuft nicht gut. Wir haben hier Probleme. Wir haben hier Probleme. Supalala. Jetzt geht das aber, ne? Ja, ja, ich weiß, der Grafantrieb ist nicht bereit. Ich weiß das wohl. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Reaktor schon wieder schlecht ist. Ich weiß aber nicht warum. So, wir fliegen los. Ich untersuche alles. Ihr müsst mich nur hinlassen, das ist der Punkt. Was? Ich bin bereits an dieser Position. Alles klar, ich wollte eigentlich, dachte ich... Was ist denn das da? Berglund Ausgrabungsstelle CL... Gut, wir docken da auch mal an. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Ich nichts wissen. Ich steig mal ein. Die Tatsache, dass da nichts passiert. Wenn du startbereit bist. Ja, es hat automatisch gespeichert. Gut, ich hol schon mal meine Flinte raus. Ich speichere aber zur Sicherheit nochmal. Es sieht hier nicht ganz so zufriedenstellend aus irgendwie. Ich gehe erstmal hier gucken. Eine Sternklinik. Aha, unzugänglich, okay. Dann machen wir hier mal open. Und hier open. Ich sehe es noch nicht. Ich gucke mich erstmal um. Das ist, finde ich, wichtig. Industrielle Werkbank gibt es hier, das ist schön. Runter, ne? Wahrscheinlich. Ah, jetzt verstehe ich, was Stroud Eklund hier wollte. Die kristalline Formation sieht faszinierend aus. Nicht irgend so ein Vieh? Naja. Ich weiß ja auch nicht. Hä? Der geht's wohl nicht lang. Okay, ich habe das Gefühl, hier ist insgesamt vielleicht falsch. Was passiert denn oben? Machen wir mal die Tür auf und gehen mal hier gucken. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Gibt's was zu essen? Naja, das ist ja schon mal besser wie nix, ne?
Aha, auch wenn ich bei Essen nicht das zwingende Gefühl habe, dass ich das brauchen könnte, aber gut. Was haben wir hier? Ein Shisha-Kanister. Ah ja, das war schon immer das, was ich wollte. Aha. Nein, das ist doch falsch. Geh weg damit. Hier, nimm die Credits. Ciao, Digi. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. Ja, das weiß ich, weil ich das für irgendwas brauche, was ich, Dingens hier. Ah, hier gibt es ganz viele Anzüge, das ist ja super. Das ist so ein Teil, was ich brauche für das Bauen meiner Kiste. Da erinnere ich mich jetzt spontan dran. Ja, das ist alles total schön hier. Liegen hier irgendwo Credits rum, das ist das Einzige, was mich eigentlich so wahrlich wirklich interessiert. Hier ist was zu essen drin, nimm das Essen mit. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da hinkomme, wo ich hin soll. Oh, Moment. Da war Medipack. Das nehmen wir besser mit. Also hier oben ist auch falsch. Dann habe ich noch da hinten dieses blinkende Gerät. Warum die als da steht, weiß ich allerdings nicht. Gut, ich sag mal so, den kaputten Schalter zu berühren, war jetzt nicht unbedingt die cleverste Idee.